So Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood, der Multiplayer. Diesmal mit der Stadt Pienza im Nachtmodus. Ich werde, wie gesagt, bei San Donato habe ich es glaube ich gesagt, nicht extra den Tagmodus aufzeigen, weil es die Map bleibt gleich. Es ist rein Tag- und Nachtunterschied, mehr ist da nicht, ne? Also Pipapo und so, ne? Wir haben mittlerweile eine andere Gruppe gefunden. Ein paar sind aber noch aus der alten Gruppe, also von der vorherigen Aufnahme, glaube ich zumindest. Die ist aber wirklich gute Gruppe. Da sind wirklich ein paar dabei, die sind richtig stark, Leute. Erstes Blut. Oh, erstes Blut. Wir sind der Erste, der überhaupt jemals hier was gekillt hat, also in dieser Map jetzt, in diesem Level. Auch nicht schlecht. Da haben wir die Schnellsten mit dem Kill. Mal schauen, wo unser nächstes Target sich befindet. Ach, schon wieder den Priester. Das finde ich immer schade. Ich will nicht zweimal denselben killen, weil ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön ätzend für den sein muss, zweimal vom selben umgebracht zu werden. Ja, wo ist der Typ denn? Ach! Habe ich zu spät gesehen. Na, was soll's. Da packen wir schon. Ich versuche jetzt wieder auf den ersten Platz zu kommen, aber ich kann nicht garantieren, natürlich. Warum sollte ich auch garantieren können? Ist ja rein Zufall, was hier passiert. Mal schauen. Aber wenigstens unter die ersten drei sollte man es auf jeden Fall schaffen. Kann ich natürlich auch nicht garantieren. Irgendwie kann ich den Typen nicht leiden. Aber okay, weiter geht's. Boah, da haben wir noch ein paar Nullpunkte, die kommen ja zu gar keinen Killen, ne? Da scheinen aber auch wirklich gute Leute dabei zu sein. So wie der uns immer killt, der scheint wirklich gut zu sein. Den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Und das ist ja Sinn der Sache. Ah, das ist gefährlich, Leute. Wo ist der Typ denn? Da ist er. Lol. Hä? Hä? Ah, da unten ist er. Haben wir es inkognito geschafft? Ne, diskret. Scheiße. Ich wurde aber auch abgelenkt gerade. Da kam jemand rein. Und das mag ich überhaupt nicht, wenn ich aufnehme und jemand reinkommt. Da wisst ihr Bescheid. Ich habe jetzt gerade gar nicht hingeguckt, deswegen wusste ich auch gar nicht, ob ich inkognito war. Ah, der Arzt da vorne ist unser... Da hat er sich verwandelt, aber wir haben ihn dabei zugeguckt, von daher... Mhm, zwei Verfolger, das ist schlecht. Gefährlich, gefährlich. Gefahr droht. Aha. Okay, nice Trick. Er ist einfach hinter mir gewesen. Nice Bug, nice. Respekt an Ubisoft, habt ihr wirklich geil hinbekommen. Der hat irgendwie so eine Teleportation gemacht oder sowas. Der hat wahrscheinlich zu viel Dragon Ball Z geguckt oder irgendwie sowas. Nice. Gut, dass ich alles auf Aufnahme habe. Betäubung. Sie liegen in Führung. Aha, schon liegen wir wieder in Führung, ist ja unglaublich. Das heißt, andere sind nicht so weit vorne mit den Punkten, wenn wir schon mit Betäubung in Führung gehen. Ja, wo ist der Typ denn? Entscheidet sich der mal, in welche Richtung er laufen will, oder? Oder wie verhält sich das bei dem? Ach Gott, ich hasse die, die immer laufen. Ach Gott. Bleib doch mal stehen, Junge. Hm. So, was machen wir jetzt? Irgendwie müssen wir sich schützen. Wir sind nämlich... Moment, ich stelle mich mal da dazu. Lol, er hat voll im Falschen gekillt. Der kommt mir spanisch vor, der Typ.
Lol, hast du das gesehen? Hat er uns absichtlich das zunichte gemacht? Weil er sauer war. Der war sauer, dass er uns nicht erwischt hat und jetzt hat er uns absichtlich unser Versteck zunichte gemacht. Solche schlechten Verlierer gibt's natürlich auch, aber was soll's da? Was willst du machen? Solche Trottel gibt's natürlich überall. Da wirst du in kein Spiel nicht fündig. Jetzt hatte ich schon Angst, dass einer von den zwei zu den Verfolgern gehört. Ach nö. Ach nö. Da unten. Uah. Habe ich den Volltioten jetzt gar nicht gesehen. Ich dachte, er wäre da unten noch. Aber okay, er war doch schneller oben, als ich dachte. Mann, oh Mann. Ich weiß gar nicht, Leute, wie viele Maps gibt's denn eigentlich noch? Was ich weiß, wir haben Monterigioni noch nicht. Außer aus Grabber-Aufnahme, aber die braucht keiner, da die qualitativ scheiße ist. Deswegen, Monterigioni, es ist halt nicht leicht, so die alle Maps zu erwischen. Ich muss immer ein bisschen zocken, bis ich überhaupt Maps erwische, die wir noch nicht aufgenommen haben. Wo ist der Arzt? Arzt, wo bist du? Ich brauche Medizin. Erschreckt, ja, du hast selber schuld, dass du jetzt eine Rauchbombe bekommen hast. Erschreckte mich da. Oh Gott, der Typ ist nur am Laufen. Merkt ihr das, Leute? Das ist halt der eine, aber gut, dass sich die anderen nicht anstecken lassen von ihm. Das finde ich toll. Wo ist der Idiot? Da ist er. Der Typ hat so überhaupt gar keinen Stil. Guckt euch den an. Und der auch nicht. Wir müssen hier weg. Am besten haben wir ihn abgehängt. Na, das glaube ich doch kaum. Ich weiß nicht, Leute, das ist mir zu gefährlich hier. Nicht unbedingt die optimale Deckung. Der Priester da. Eine sehr mysteriöse Figur ist das. Hä? Naja, hat er mal wieder alles hingemacht, das Versteck, aber wir haben ihn trotzdem betäubt, also der Typ hat keinen Skill. Gut. Solche Leute sind wirklich ätzend. Leider. Hä, wo ist er denn bitte? Ist er da oben? Hä? Ah, da ist er. Oh Mann, war das verbuggt wieder mal. Habt ihr das gesehen? Ich hab den nicht mal getreten und er war tot. Mann, oh Mann, gibt's in Assassin's Creed Brotherhood extrem viele Bugs. Auch zum Glück gibt's in Revelations nicht mehr. Habe ich mir schon Multiplayer angeguckt. Ach, scheiße. Ja, schrei doch nicht so, er sticht ja nur mit dem Schwert in den Hals, was soll's. Ist ja nicht so schlimm, gibt's Schlimmeres. Das Spiel endet in einer Minute. Eine Minute müssen wir noch durchhalten, auf den ersten Platz zu bleiben, falls möglich. Da wollte ich gar nicht rein. Oh Gott, der Arzt ist irgendwie nur auf den Dächern. Scheiße, der hat zwei Verfolger, das war ein Fehler. Noch 30 Sekunden.
Ah, hat's doch noch geklappt, super. Jetzt ist die Frage, wo ist unser Verfolger? Von oben kann er nicht runterkommen, da ist ein Dach, okay. Was heißt, er müsste von vorne oder von hinten gleich kommen? Aber wo? Ist auch scheißegal, wir haben sowieso gewonnen. Gut, das war's, Leute. Wir sind wieder mal Erster geworden. Nicht so wie in den letzten zwei Maps, da sind wir Zweiter geworden. Sie sind der Erste. Gut. Das freut mich doch, wenn wir den Ersten erreicht haben. Gut, dann reingehauen wieder schon. Ich hoffe, dass ich direkt noch eine Map bekomme, die ich aufnehmen kann. Vielleicht Montreal oder irgend sowas, ne? Also bis gleich.